Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum ersten Pixelgun-Video im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet in 2023 und ja, wir schauen mal, was dieses Jahr bei Pixelgun 3D alles so bringt. Es gibt ja noch immer die gleiche Season, die dauert noch 4 Tage. Ich bin da momentan auf Stufe 4. Schreibt mir gerne mal rein in die Kommentare, wie weit es ihr schon hier bei diesem Pixelpass geschafft habt. Und ja, momentan die Videos nicht so regelmäßig, aber ich habe auch noch einen zweiten Kanal und da dürft ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Da läuft gerade ein Let's Play von Pokémon Karmesin. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Wir sind ja eigentlich bei diesem Free-to-Play-Account hier sehr, sehr lucky. Wir haben sehr, sehr gute Waffen schon. Wir haben ein episches Haustier bereits und das auf Level 4. Und deswegen ist es für mich momentan relativ easy. Oder ich bin durch den anderen Account schon so gut, weil im letzten Video hat auch jemand geschrieben, dass ich sehr, sehr gut gespielt habe und das hat mich zutiefst berührt, weil wir kennen ja meine Spielmodi sonst, dass ich nicht immer so beim Zielen der Beste bin, aber das hat mich sehr berührt. Vielen Dank dafür, für dieses Kommentar. So, wo spielen wir heute? Letztens hatten wir ja sehr, sehr viel Glück im klassischen Pool und da gehen wir gleich nochmal rein, denn wenn es gut funktioniert, wenn wir aufleveln können, wenn wir hier Belohnungen abstauben können, dann machen wir das. So, gewinne einen Teamkampf in Folge. Machen wir jetzt nicht. So, wir haben ja auch diese nicen Waffen hier. Die haben wir auch letztens mal gezogen und die sind schon nice. So, so Kopfschussschaden, easy. So, und wir sind auch schon vorne mit unserem Team. Das sehe ich natürlich gerne. Ja, so, 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 Doppelkill. Da sind wir auch. So, Rüstung können wir auch verbessern, das dürfen wir nicht vergessen. Das auch noch zu machen, hätte ich jetzt auch hier im Kampf können. Aber ja, kann auch noch warten. So, dass wir das nicht so nur nebenbei machen und das auch etwas zelebrieren. Auch bitte drauf, dankeschön. Wieso ladest du nach? Naja, da wollte ich mal die andere Waffe hier ausprobieren. Ist auch geil. Wenn man halt trifft. Ah, der hat einen nice Skin. So, 23 zu 18 sollte gut funktionieren. So, Revanche, das war gut. Das gibt viele Punkte. Doppelsprung geht mir etwas ab hier, dass ich den noch nicht habe. Aber werden wir hoffentlich bald mal freischalten. Oh, das war jetzt nice. So, Dreifachkill haben wir schon. Da fliegt gleich mal eine Granate rüber. Ah, verdammt. So, er brennt aber vielleicht. Ich hätte gedacht, dass ihm vielleicht die Granate noch den Gar ausmacht. Und da holen wir uns gleich mal diesen Kill. Oh Mann. Ja, bessere Rüstung muss auf alle Fälle her. Anders geht's nicht. Den wird hoffentlich der andere noch schaffen. Ja, der sollte auch nicht mehr viel zum Leben haben. Wenn ihr schon die anderen draufgehen. So, 37 zu 27. Ja, ich glaube, das schaffen wir easy, oder? Das schaffen wir hier easy. Nice, so. Hä? Was war denn das? Aber gut. So, 12 Sekunden noch. Wir sind 11 Kills vorne. Ich bin gespannt, wie gut ich hier abgeschnitten habe. Ich hoffe, ich bin wieder MVP. Könnte fast funktionieren, wenn ich den Kill noch schaffe. Yes, da haben wir einen Sieg. So, wie viele Kills haben wir? Oh, 11. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber, ja, wir mischen gut hier im oberen Feld mit. Wir waren ja auch nicht von Beginn an dabei. Die hatten ja schon 11 Kills, bevor ich hier eingestiegen bin. Und ja, die 11 Kills von mir waren ausreichend. Ja, die haben die 44 noch drüber geschmissen. Alles klar. Also, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. So, 37 Erfahrungspunkte. Ich habe auch momentan so einen Erfahrungspunkte-Booster drinnen. Jo. So, Fortschrittsbelohnung. Dankeschön für 20 Gold. Und wir haben eine neue Funktion freigeschaltet. Freies Spiel. Nice. Das ist ja auch das Coole jetzt beim Free-to-Play-Account. Dass wir hier nach und nach Funktionen freischalten. So, wir wollen nicht nochmal kämpfen. Wir werden uns jetzt mal etwas ausrüsten. Und das ist wichtig. Wie gesagt, besonders hier... Nee, Lotterie will ich eigentlich nicht gehen. Besonders hier die Rüstung. So, wir haben hier das angelegt. Und das verbessern wir hier gleich mal. Rüstung. Effizient 8, okay. Machen wir gleich mal mehr. So, effizient 9. Wow.
Gib 150 Münzen aus. Ja, können wir. Es gibt auch hier noch andere Sachen. Ja, wenn, holen wir uns hier die Krone. Ist, glaube ich, hier das Beste. Waffe, Pistole. Sehr starke Verringerung des Eigenschadens bei Explosion. Nö. Okay. Nö, die hatte ich immer eigentlich. Und die Königskrone, die werden wir uns jetzt auch mal holen. Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit und Waffenschaden und verringert. Ja, easy. Easy choice. Nehmen wir. Kostet 25 Juwelen. Kaufen. Nice. Gibt es auch einen Skin anscheinend? Ne, wir bleiben aber bei dem. Können wir das verbessern? Nö. Alles klar. So. Bewegungsgeschwindigkeit. Wir sind eh so langsam. So, können wir da was upgraden? Die ist angelegt. Ist eine mythische Pistole. Finde ich mega, mega geil. Wir haben jetzt auch noch zusätzlich Rüstung. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube, das reicht mal momentan gut aus. Hier können wir auch nichts verbessern. Haustiere können wir auch nicht verbessern. Wie gesagt, da haben wir den Affen. Ist ein episches Haustier. Erst auf Level 7 wieder zu verbessern. Ja, schauen wir mal, wie viele Erfahrungspunkte uns noch fehlen. Ah, auf Level 5 fehlen uns hier noch 252. Wenn ich das richtig hier interpretiere. Nö, es fehlen uns auf Level 5 ganze 252 habe ich. Verwirrend, verwirrend, verwirrend. Wir brauchen noch, lasst mich kurz rechnen, 28. 28 Erfahrungspunkte. Die könnten wir uns vielleicht jetzt holen, oder? Sollte eigentlich easy sein. Deswegen gehen wir gleich nochmal in den klassischen Pool. Bessere Rüstung. Auch noch die Krone. Sollte eigentlich nichts mehr schief gehen. Außer unsere Teamkollegen sind richtig, richtig schlecht. Oder das gegnerische Team ist richtig, richtig gut. So, den kennen wir von vorhin. Der wird sich auch denken, den kenne ich mit der blöden Verbrennungswaffe. Ist der alleine? Nö, oder? So, Doppelkill, so 11 zu 8. Nice. Okay, das spawnt da gerade. Nice. So, Rüstung holen wir uns hier gleich mal ab. Dann sind wir wieder vollgeladen. Was ist hier passiert? 13 zu 9. Aufladen machen. Das geht ab. So, nice. So, da gibt es noch Rüstung. Die brauchen wir hier. Kommt. Wo sind sie da? Schön aus dem Hinterhalt. Schön aus dem Hinterhalt, aber er oder sie. Hat mich dann doch noch überrumpelt. Ein bisschen geschwächt. Nice. Dreifach Kill easy. So, jetzt will ich aber MVP werden. Dieser Schieß ist wieder weg. Danke. Aber die Waffe ist halt sehr OP, muss ich sagen. Die Waffe ist für dieses Level schon sehr OP. Ist zwar kein One-Hit, aber kann man auch leben damit. 28 zu 19. Aber ich meine, wir kennen uns halt auch schon aus bei Pixelgun. Es ist ja nicht so, als würde ich das Spiel, als wäre ich ein Real Level 4er hier. Ist schon gemein eigentlich, aber ja, was soll's. Etwas Deckung suchen, Granate werfen, easy. Ich mag die Map halt auch wirklich. So. Wir laden das mal nach. Nice, so, wir sind jetzt 30 gegen die Pistole haben wir auch abgeschlossen. 6 Sekunden noch und wir sind einfach 15 Zähler vorne. Nice, Sieg, so, und da können wir auch noch was abschließen und jetzt sind wir endlich MVP mit 19 Kills, 1395 Punkte. Das macht Bock. So, wir bekommen jetzt nur 25 Erfahrungspunkte, das heißt, wir steigen gerade nicht auf. Nicht. Also, Level Up meine ich. Wie hier, 3 fehlen uns noch. Ja, super. So, aber wir können hier unsere Aufgaben abschließen. So. Das heißt, wir gehen von Level von 4 gleich auf 7. Nice.
Oh, hier gibt es coole Gratis-Sachen. Die Tickets hole ich mir natürlich gerne ab. Und hier gibt es auch noch den Zeitraffergleiter. Nice, nice, nice. So, leider können wir sonst nichts abschließen. Können wir bei den Aufgaben was abschließen? Nö. Aber ich würde sagen, das war hier ein sehr, sehr, sehr gelungenes Video, Leute. Wir haben hier uns abgegradet, die Rüstung ist stärker geworden und auch hier haben wir uns noch einen Hut angelegt, die Königskrone. Finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich stark hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, nicht vergessen, Daumen nach oben. Falls du neu hier bist, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo von dir freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein. Ciao.